meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. In der letzten Folge, ja, immer erzähle ich was, ne? Sind wir auf menschliche Gegner getroffen. Die haben sich auch ein bisschen gegen die Necromorphs geklüppelt. Aber finde ich geil, diese Abwechslung da drin, ne? Dass wir hier wirklich noch gejagt werden. Ja. Jetzt sind wir hier in dieser Eishöhle. Wir hatten gigantisch große Monster-Artefakte gesehen. Dankeschön. Telemetriebolzen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Waffenerweiterung, was? Da ist eine Bench, aber die hat keinen Strom. Machen wir jetzt aber Strom an. Lauf das einfach immer erst, ne? Kernbohrungsplattform online. Achtung an alle. Behinderung registriert. Bitte beseitigen, um mit der Bohrung fortzufahren. Behinderung? Woher kennt ihr mich? Isaac, wir sind jetzt am Lack. Was ist das für ein Geräusch? Ah, ein Riesenbohrer steht mir im Weg. Vielleicht kann ich die Sicherheitstore runterlassen. Ob das tut mir. Okay, wir gehen jetzt mal ganz kurz an die Bench. So, ist denn unser Robi-Roboter wieder eingetreten hier? Eingetroffen, meine ich. Neue Platin. Der Sucherroboter ist wieder zurückgekehrt und hat es mitgebracht. 323 Halbleiter. Der war sehr erfolgreich. So. Was brauchen wir denn? Eine Strahlenkanone. Bola-Kanone. Da weigere ich mich noch da. Ach, das wird einfach nichts. Ja, da werden wir uns wahrscheinlich mal irgendwann mal so ein Schema finden müssen. Waffen-Upgrades. Wir konnten hier irgendwas noch machen für die Chip hinzufügen. Nachladeschip. Was haben wir denn eigentlich hier? Steht da was drauf? Fire Rate, genau. Was, wie heißt denn der Chip hier? Minus ein Nachladen. Ja, meinetwegen, der kann ja ziemlich flott nachladen. So, hier haben wir nichts mehr. Können wir hier irgendwas herstellen noch? Nein, schade. Ich wünschte, wir könnten zum Beispiel Chart. Neue Platine herstellen. Oh! Entschuldigung. Ein Clip. Aber mehr Schaden. Haben wir den jetzt eingebaut? Ja, wahrscheinlich, ne? So, Schaden. Hinzufügen, Clip hinzufügen, Schaden. Neue Platine herstellen. Können wir mal plus 1 Schaden. Können wir den nochmal freischalten? Genau. Kostet auch immer Kohle alles, ne? Da müssten wir vielleicht mal nachladen hinzufügen, wenn das geht. Neue Platine geht nicht. Okay. Damit sind wir jetzt aufgebraucht. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen was für unseren Anzug übrig lassen sollen. Aber irgendwas sagt mir, hier kommt gleich Scheiße am Start. Also, wir gucken uns mal den Bohrer ganz genau an. Können wir da ganz vorbei? Boah, ich mach ja gar nicht. War da auch. Der hängt hier so fest. Wo? Aber es sind Zombies. Scheiße. Wo ist denn die Sicherung, die gelbe? Mann! Alter,
als ob ich nicht so genug zu tun hab, Mann. Ah, scheiße, Sammelbot. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich hasse dich und deine Mutter. Fehlfunktion registriert. Hoher Kern bei 75% Kapazität. Betrieb wird fortgesetzt in 5, nein! 4, 3, 2, 1. Bitte das Deck vollständig räumen. Nicht fortsetzen. Lass mich doch jetzt einfach mal in Ruhe. Oh, Alter, die sind so nervig. Mann! Alter, warum mussten noch diese Gegner? Das ist schwer genug. Fehlfunktion registriert. Bohrkern bei 50% Kapazität. Ach so läuft das also. Betrieb wird fortgesetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Keine Dings, keine Bitte das Deck vollständig räumen. Mein Gott, das ist so nervig! Ja, als ob das nicht schon anstrengend genug ist. Jetzt kommen noch diese kleinen Kackzombies. Scheiße! Alter, hat er es nicht ausgesagt? Mann, lässt doch nicht einfach! Ich schwöre, das ist so nervig mit diesen. Alle Systeme werden abgeschaltet. Okay, Ellie. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Nee. Aber klar. Abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Robert ist normalerweise nicht so. Nein, keine Ahnung, warum. Wir machen das unter uns aus. Ja, genau. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh's dir selbst an. Oh, gut. Das war unglaublich nervig. Unglaublich super nervig. Und einfach nur super scheiße. Sowas gefällt mir gar nicht, Alter. Anstrengend, super nervig, kacke. Zum Glück sind wir da nicht draufgegangen. Sonst hätte ich, glaube ich, hier voll fett in mein Mikrofon reingekotzt. Boah. Scheiße! Fickspiel! Achso, warte mal, da wollte ich den Bot nochmal loslassen hier. Wir haben zwei von. Warum haben die keine Items, die Pimmelberger hier? Das war richtig anstrengend. Ich muss mich gerade noch richtig mal beherrschen, gerade wieder. Versuch das mal. Ey, so einfach geht das nicht. Haben wir hier noch einen. Heilige Scheiße. Isaac, da sind sie ja. Wir sind oben auf der Observationsebene. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten. Das ist es. Ach, halt die Schnauze. Die Wissenschaftler nannten es Nexus. Sie glaubten, dass die größeren Exemplare als Leiter des Kontrollsignals der Maschine fungierten und dieses Signal an die kleineren Exemplare sendeten. Schön für dich. Und wie bringt uns das weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Nö. Ja, ist es nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Chance. Ja, der geht doch. Das Schiff ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren.
Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Ja, tun Sie sich bloß nicht weh. Pisser. Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Ja, dann geh mal nach. Dann öffne. Ach du meine Güte. Okay, da können wir irgendwo hin. Und hier ist noch nichts geöffnet. Was ist denn das denn? Aber noch so, oder? Oh Gott, naja gut, so geht's auch, ne? Ich wollte eigentlich den hier machen. Wäre natürlich weniger Munition und fertiger gewesen, ne? Aber ist halt so. Ich bin immer noch so aufgeregt von dieser ganzen Scheiße gerade eben. Ich bin da immer sehr schwer runterzukriegen. Das hat mich fast gekostet, mein Leben. Okay, es ist nicht mehr witzig, wenn ich singe. Wow. Waren wir jetzt im World Trade Center hoch oder was? Es wird kalt. Es pfeift der Wind. Alles klar. Waren wir nicht schon mal hier? Da hoch. Diese Geräusche, was sind das? Und kommen gar nicht mal so unbekannt vor. Also, woher kenne ich die? Kommt wieder dieses vierbeinige Viech da, dieses Sektenviech an? Wahrscheinlich. Wolfram. Moment, was knistert hier rum? Monster? Aber jetzt ist windstill, ne? Schön. Angenehm und schön. Schön. Okay. Was ist das? Update-Platine. Feuerrate-Clip. Ja, hier fehlt ja wohl eine Batterie, wa? Die hier liegt nicht zufällig irgendwo rum, wa? Ah ja. Kann ich nicht durch? Gehen wir die denn hier irgendwo? Hier ranzoomen? Da können wir nicht ranzoomen, ne? Hier vielleicht irgendwie? Na, 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 na. Wir sollen hier durch. Der sagt mir, wo wir hin sollen, aber nicht, wie wir das Problem lösen können. Was ist denn das denn? Wenn hier bloß die Batterie da wäre. Da, da, die, da, die, da. Ja, wir brauchen Strom.
Ohne Strom ist hier nichts los. Also doch. Ach, das ist ja Blödsinn. Weil eigentlich ist es doch genau derselbe Ort, wo wir gerade hergekommen sind. Oh, warte mal, guck mal hier. Er klimmt jetzt hier. So, Digga. Schnauze! Ja, aha! Kommt sie böse? Ja, kommt sie böse! Kommt sie wütend? Kommt sie sehr wütend! Okay! Kann ich ihn da durchstecken irgendwie? Ja, warum auch nicht, ne? So. Haben wir keine Medipacks mehr? Ey, ich schwöre, wir hatten mal so viel Medipacks gehabt. Da, da, di, da, da. Na komm, komm, lauf. Du kannst es schaffen. Du musst es nur wollen. Getroffen. Okay, da geht's jetzt so durch. Aber ich glaube nicht, dass es unser Ziel ist. Unser Ziel ist vielmehr dieses Ding hier. Okay, der Ofen ist an. Wie sieht's von dort aus? Was, das ist der Generator dafür? Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ach doch. Ach, halt doch die Schnauze jetzt, Mann. Den habe ich gar nicht gesehen, ich habe mich voll erschrocken. Arschloch. Also das ist der Generator dafür, wa? So, ich glaube, das wird jetzt ein Spießrutenlauf. Aha! Mach die Tür auf! Hier! Hui! Abhau! Tschüss! Ihr Pimmel! Soll ich im Auto? Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Norbert provozieren lässt. Doch, Norbert ist scheiße. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Ja, aber er braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Ja. Und, naja, ehrlich gesagt, hatte ich gehofft... Ellie? Dass wir bumsen. Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett. Ja, immer, immer. Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Aha, sie mussten heimlich Tuerei da mal die machen mit Norbert hier, wa? Ist ja Norbert. Wieso Norbert? Ja, irgendwie muss er heißen. Okay. Jetzt sollen wir dieses Ding auftauen, wa? Irgendwie widerstrebt mir hier der Gedanke. Anzugstation. Wir könnten mal wenigstens was machen, ja? Punkto Panzerung und so ein Scheiß.
Anzug wechseln. Warum sollte ich? Mir gefällt dieser Anzug sehr. Ich möchte bloß ein bisschen mehr Panzerung haben. Also hier auf dem Planeten brauchen wir Halbleiter, fehlt uns dafür. Kacke. Luft haben wir schon ziemlich gute Trefferpunkte. Was? Hat er das gemacht? Du besitzt dieses Upgrade bereits. Ja, das finde ich doch gut. Okay, halt bitte halt. La 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 la. Heute Kinder wird es warm hier. La 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 da da da. Wir schmelzen hier die Kadaver ein. In der Tom G, so muss es sein. Okay. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Jetzt könnte ich hier drehen, wa? Ey! Die 4, warte mal, hier steht die 4. Warte mal, Moment, ich versteh's nicht. Ah ja, da steht's auf. 2. Komm 1. 4. 3. Kommt jetzt. Und du? Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Okay, aber nicht, dass das Ding zum Leben erweckt wird, ne? Wie wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört. Aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ja, wir sollen einen neuen bauen. Mit Garantie. Da ist unser Bot am Start. Ach guck mal, er bringt gerade Sachen wieder zurück. Okay. Zwei Sucherbots. Der eine hat 209. Ja. Okay. Was soll man bauen? Warte mal. Achso, wir sollen hier hoch im Fahrstuhl. Okay, wir sind da. Hier ist ein... Hi! Hier drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach.
Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Ja, was weiß ich. Was stand da gerade? Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Sondenwaffe. Abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Okay. Werden wir los. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstückeln, um die Maschine zu finden. Gut, wir müssen das Ding bauen. Letztlich. Wir können ja gleich mal diese Bots nochmal wieder loslassen. Okay, Genies. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja. Ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels Rosetta? Wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Ja. Sie wissen von diesem Schatz genauso wenig wie ich. Ja. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Unfassbar. Nee, wir haben doch gerade für die Strahlenpistole Objekte herstellen. Milke Klein. Munitionsclip, da kann man das herstellen. Gut, es gibt jetzt auch nicht mit. Waffen-Upgrades. Was sollen wir denn hier? Warte mal. Uns fehlen noch Teile, sagte er, ne? Alles klar, dann müssen wir hier links. Da werden wir wieder draus. Haben wir diese Spezialeinheiten jetzt auch komplett in Ruhe gelassen? Da müssen wir hin, wa? Diese Spezialisten. Ja. Das war da, wo der Bohrer war, ne? Was mit denen passiert? Warum sind die alle gerade verreckt? Haben die sich selber geopfert hier im Kreis, oder? Ihr Blödmänner. Ihr seid alle total dämlich. Ihr schmeißt dich in die Wand. Oh. Warum haben die sich denn jetzt geopfert? Sind die total dämlich oder sowas in der Richtung? Wahrscheinlich. Ja, yeah, das ist allerdings. Was ist das denn? Das ist die Kreatur denn, oder was? Das sind Codes. Er kommt da vorne nicht rein. Was? Was war das denn? Die sind lang, kommen. Texolog! Ein Texologe haben wir gefunden. Ich glaube, wir können gleich mal Chico machen, wenn wir einen Ort finden zum Speichern. Speichert. Das sind Fußabdrücke, Spuren. Die kamen da raus und gehen dahin. Und da sollen wir jetzt auch hin, ja? Ah ja.
Selber schuld, was machst du auch hier? Haben sie was gegessen? Naja. Rein nicht so laut. Guck dir mal die Fresse von den Viechern an. Es gibt immer wieder Neues, wa? Das Gefühl, den ich gerade runtergeschossen habe, der lebt noch da. Ich weiß gar nicht, was jetzt besser ist. Komm, wir lassen den anderen Roboter hier mal frei. Noch irgendwas? Weiß ich nicht. Hallo, Robi. Robi, so einfach geht das. Delta-Kaserne. Wir haben es geschafft. In diesem Film bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Okay. Es liegt nur an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säurearmen eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am okay. Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Ich sagte das. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Ach ja. Es liegt wir hatten doch eine Stange, die hätten wir bauen können, ne? Ach scheiße, jetzt haben wir den Fortschritt gespeichert. Also Kinderchen, das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und tschüssli Müsli.